Herzlich willkommen zum CanSearch Podcast. Heute im Interview mit Professor Dr. Sven Gottschling, Chefarzt und Gründer des Zentrums für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Uniklinikum des Saarlands in Homburg. Sascha Sobirey, Apotheker bei der Cannabis-Apotheke 420 Brokkoli in Paderborn, eine Versandapotheke mit Kunden für medizinisches Cannabis in ganz Deutschland. Sven, wir haben uns alle am Anfang des Interviews auf das wertgeschätzte Du geeinigt im Podcast und wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast, am CanSearch-Podcast teilzunehmen. Seit Jahren vertraust du auf Cannabinoid-basierte Therapie gegen Schmerzen, Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit. Du bietest auch, habe ich gesehen, auch Cannabis-Spezial. Sprechstunden an, zu der Patienten aus ganz Europa dich aufsuchen. Wie bist du zu Cannabis gekommen? Bist selber Kinderarzt, hast 5 Kinder. Also von da aus gesehen, eine Kompetenz im Umgang mit Kindern. Aber Cannabinoid-Therapie bei Kindern ist auch ein Thema, ein spannendes Thema. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du dazu gekommen? Wie stehst du zu Cannabinoid-Therapie? Ja, also ich habe vor 24 Jahren als Arzt angefangen, tatsächlich auch hier im Universitätsklinikum, damals in der Kinderklinik im Bereich der Kinderkrebsmedizin. Und ich habe tatsächlich in meiner allerersten Arbeitswoche schon Kontakt gehabt zu cannabisbasierter Arzneimitteltherapie bei Kindern. Das bedeutet, wir haben in der Kinderonkologie damals im Jahr 2000 schon das damals eben einzig verfügbare, nämlich Dronabinol, eingesetzt, also reines orales THC, um ein Reservemedikament gegen unstillbare Übelkeit unter hochübelkeitsauslösender Chemotherapie zu haben. Da gab es bestimmte Substanzen, die man heute nicht mehr missen möchte, wie zum Beispiel diese NK1-Rezeptor-Antagonisten noch nicht. Und wir hatten viele, viele Kinder, die sich wirklich auf links gekrempelt haben. Und da war das häufig ein Medikament der letzten Wiese, um Übelkeit zu lindern. Oder eben auch massivsten Gewichtsverlust unter Chemotherapie oder im Rahmen der Krebserkrankung aufzufangen, weil man einfach weiß, dass das auch prognostisch, auch in Bezug auf das Überleben, eine Bedeutung hat. Und da habe ich THC früh kennen und schätzen gelernt und habe über die Jahre für mich selber immer mehr Indikationen erstmal in der Kindermedizin entdeckt, habe das dann immer weiter ausgeweitet und das Ganze hat ja dann im Rahmen dieses Cannabis als Medizingesetzes 2017 quasi explosionsartig zugenommen, auch die Anfragen bei uns, so dass wir seit 2017, also alleine im Rahmen dieser Begleiterhebungsphase, über 1000 Erwachsene und über 200 Kinder neu auf cannabisbasierte Arzneimittel eingestellt haben. Und das quer durch alle Altersklassen, quer durch sämtliche Indikationsgebiete. Also das fängt bei mir wirklich an beim Säugling mit schwerst Mehrfachbehinderung, bei Zustand zum Beispiel nach Frühgeburtlichkeit und Hirnblutung, wo wir in Richtung Spastik, Unruhe, Schlafstörungen, Nichternährbarkeit gehen. Das sind Säuglinge mit schwer bis nicht einstellbarer Epilepsie. Das geht hin zum Jugendlichen mit Tourette. Das betrifft jüngere Menschen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, rheumatoide Arthritis. Wir haben sehr viele Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene mit Mukoviszidose, wo es auch zur Appetitstimulanz, Gewichtsstabilisierung, Stimmungsstabilisierung einsetzen. Hat ja netterweise auch noch bronchodilatatorische Wirkungen, was ja bei einer Lungenerkrankung jetzt mal gerade kein Fehler ist. Und dann eben das riesengroße Feld der Schmerzmedizin. Chronifizierte Schmerzpatienten aller Couleur, von Nervenschmerz über die nicht durch irgendwas anderweitig einfangbare, schwerste Migräne. Also Patienten, die schon Botox-Antikörpertherapie und alles andere verzweifelt durchhaben und dann auf einmal jetzt wirklich eine wirkeffektive Attackentherapie damit erleben.
da auch zum Teil wirklich inhalativ. Und der Cluster-Kopfschmerzpatient bis hin eben zum älteren, hochbetagten Parkinson-Patient, Multiple Sklerose. Wir versorgen Palliativpatienten auch unterschiedlichster Diagnosen, vom Tumorpatient bis eben Endorganerkrankung, Herz, Lunge, Leber, neurologisch. Und das sind ja gerade Patienten, die eine Vielzahl an belastenden Symptomen haben. Ja, Schmerzen, Schlafstörungen, Depressivität, Inappetenz, Übelkeit und. Und wenn wir hier eine sehr verträgliche Substanz einsetzen, die auch noch ein sehr geringes Medikamenteninteraktionsrisiko hat, auch bei hochbetagten Menschen mit Polymedikation, wo man ja besonders aufpassen muss, dann ist es oft sehr, sehr segensreich. Führen auch Studien zu dem Thema durch, machen gerade eine große Lebensqualitäts- und Symptomlastreduktionsstudie in der Palliativversorgung mit oralen Cannabinoidextrakten. Ja, und wir sehen einfach tolle klinische Effekte und merken einfach, dass uns die Patienten tatsächlich scharenweise zulaufen. Und das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Warum tun sie das? Weil sie draußen in der freien Wildbahn keine Ärzte finden, die sich damit hinreichend auskennen oder die sich dieses Bürokratiemonster, das es immer noch ist, antun. Wo ich auch viel Verständnis für die Kollegen habe, wenn die sich jetzt intensiv mit dem Patienten auseinandersetzen müssen, die gesamte Akte alles aufbereiten, da einen Antrag draus basteln, dann eine Stunde Zeit investieren und dann trotzdem eine Ablehnung erfahren und dafür so gut wie überhaupt nicht honoriert werden, dann ist das frustrierend und das führt eben dazu, dass nur ein Bruchteil der Menschen, die eigentlich mit Cannabinoiden auch im medizinischen Bereich versorgt werden sollten, so eine Versorgung je erfahren, führt auch dazu, dass viele sich in den für mich teilweise etwas dubiosen privatärztlichen Bereich dann irgendwann hineinretten, da eben teilweise auch für viel, viel Geld dann endlich an die eigentlich auch wirklich für sie sinnvollen, notwendigen Medikamente geraten, aber selber bezahlen müssen. Also da gibt es, glaube ich, noch ganz viel Nachsteuerungs- und Optimierungsbedarf, irrsinnig viel Aufklärungsbedarf, sowohl in Fachkreisen als auch in der Politik, in der Allgemeinbevölkerung. Es hat sich schon viel getan, aber es muss noch viel, 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 viel mehr passieren. Ja. Sascha, bei dem Thema Kinderschmerztherapie, hast du als Apotheker, das ist dieser spannendes Thema, hast du als Apotheker da auch Berührungspunkte, Kunden, Ärzte, die sich in diesem Bereich an dich als Apotheker 420 Brokkoli wenden? Nein, also das Thema wird so gut wie gar nicht tangiert. Es gibt natürlich ein paar Nachfragen zu. Aus unserer Sicht können wir da aber auch nur immer an den Arzt verweisen, weil es einfach, klar, die Probleme sind bekannt. Einzige Beispiele, die mir jetzt einfallen, sind die von Dr. Grotenherm, der das auch mal versucht hat. Deswegen würde mich ja mal bei Sven interessieren, was er da genau einsetzt. Also sind das eher Reinstoffe dann, gerade so im Bereich Epilepsie, weil ja CBD sicherlich so ein Thema, oder sind das dann Vollspektrum-Extrakte? Blüten ist wahrscheinlich, kann ich mir gar nicht vorstellen. Vielleicht kannst du dazu sagen, ja, was ihr da einsetzt. Also wie gesagt, meine wirklich jahrzehntelangen Erfahrungen basieren ja jetzt einfach auf reinem THC-Oral, nämlich Dronabinol, weil das eben seit 1998 verkehrs- und verordnungsfähig ist. Ne? Und bis 2017 gab es ja jetzt keine echte Alternative. Und bis dann die Extrakte wirklich Einzug gehalten haben, war es ja eher so Richtung 2019. Also das heißt, ich habe 18, 19 Jahre Erfahrung einfach mit Dronabinol. Das ist so mein Start gewesen. Und wir haben natürlich auch gerade bei den epilepsiekranken Kindern zunehmend CBD, auch Hochdosis-CBD eingesetzt. Problematik ist hier, dass die Kassen auch hier sehr, sehr restriktiv sind. Wir haben ja ein zugelassenes Fertigarzneimittel als reines CBD-Präparat, das aber eine sehr eingegrenzte
Indikation hat für Dravet, Lennox-Gastaut-Syndrom und die tuberöse Sklerose. Wir haben eine Vielzahl an Kindern mit nicht klar klassifizierten oder klassifizierbaren therapierefraktären Epilepsien, die sehr von so einer Therapie profitieren würden, wo wir dann Off-Label-Use-Anträge an die Krankenkasse richten, die fast immer abgeschmettert werden. Und da haben wir mittlerweile, ich sag mal, Trick 17 etabliert, indem wir, ja, in der Regel haben wir ja gute Gründe für den Einsatz eines Cannabinoides wegen Schlafstörung, wegen Spastik, wegen Schmerzen. Das sind ja vielfach auch schwerst mehrfach behinderte Kinder, die zum Beispiel eine massive Skoliose-Situation haben, die Hüftgelenks-Subluxationen haben, die mit Schmerzen einhergehen. Also das heißt, wo wir anderweitig begründen, warum wir ein Cannabinoid brauchen. Und da beantrage ich dann immer irgendeinen Extrakt. Und sobald die Krankenkasse Ja gesagt hat, ist es ja dann auch an mir zu sagen, wunderbar, jetzt nehme ich zum Beispiel einen hoch-CBD-haltigen Extrakt und ersetze das Fertigarzneimittel quasi über diesen Weg. Und oft ist es auch so, dass ich einen hoch-CBD-haltigen Extrakt zum Beispiel auch mit einem hoch-THC-haltigen dann individuell kombiniere und dann einen, ja, Eindosierungsschema für so ein Kind erarbeite. Und wie gesagt, viele sind schwerst neurologisch erkrankt, haben da so ihre entsprechenden Problemfelder und dann versuchen wir da einfach eine individualisierte Therapie, in der Regel eben mit Vollspektrumextrakten mittlerweile. Ich habe in der Tat bei Kindern, Jugendlichen noch nie inhalative Cannabinoide eingesetzt, weil ich davor Respekt habe. Warum habe ich davor Respekt? Weil wir natürlich wissen, dass bei dem sich noch in Entwicklung befindlichen Gehirn THC keine so ganz unproblematische Substanz ist. Thema Psychoseauslösung, Thema auch anderweitige kognitive Störungen. Und die Datenlage deutet schon klar darauf hin, dass nicht das THC als solches unbedingt das Problem darstellt, sondern eventuell hohe Plasmaspitzenspiegel, wie sie einfach bei der inhalativen Anwendung zum Tragen kommen. Und deswegen versuche ich immer, unterhalb der psychotropen Schwelle ein orales Cannabinoid einzudosieren, dass ich niedrige, aber wirkeffektive Spiegel habe, eben diese Peaks nicht bekomme, damit vermutlich auch nicht dieses Risiko für diese Gehirnentwicklung oder für diese bekannten Störungsmuster da auslöse, ja, und einfach so sicher wie möglich therapiere. Und wir haben jetzt in all den Jahren, die wir das machen, auch da noch keine Zwischenfälle oder gravierenden Störungen gesehen. Muss aber auch dazu sagen, alle Kinder, die ich auf Cannabinoide einstelle, sind schwer krank. Wir stehen sehr häufig mit dem Rücken an der Wand. Ist ja auch gesetzlich gefordert, dass wir keine anderweitige zumutbare Behandlungsalternative mehr im Köcher haben. Und wenn ich in Richtung anderer Antiepileptika schiele, bei einer Drei- oder Vierfachtherapie, sind wir uns, glaube ich, alle einig, die Substanzen, die ich da einsetzen muss, sind ja häufig noch viel, viel nebenwirkungsbelasteter als ein Cannabinoid, ne? Also ich habe immer eine auch gute fachliche Rechtfertigung dafür, die Substanzen einzusetzen. Das ist mir immer wichtig. Das passiert jetzt nicht einfach so aus der Hüfte heraus, sondern immer mit einem guten Grund, in der Regel bei einer gravierenden Erkrankung. Sagst du, dass die Nebenwirkungsprofile ähnlich mild sind wie bei Erwachsenen, auch bei Kindern? Das unterscheidet sich kaum, oder? Ja, also in der Regel zeichnet sich auch orale Cannabinoidgaben bei Kindern durch eine exquisite Verträglichkeit aus. Wir haben gerade bei schwerst mehrfach behinderten Kindern mit gravierenden Hirnschädigungen, da tasten wir uns halt sehr, sehr behutsam an die Dosis ran. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es wirklich Kinder gibt, die mit einem Hauch von nichts, weiß ich, mit 0,05 bis 0,1 Milligramm pro Kilo und Tag THC-Anteil eine wirklich wirkeffektive Behandlung erfahren. Wir gehen aber auch klipp und klar dahin und sagen, wir titrieren das gemäß klinischer Wirkeffektivität so weit hoch, bis entweder kein weiterer Benefit mehr eintritt oder bis irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Und
Ich habe auch so ein paar kinderärztliche Kollegen, die das auch machen. Wir alle haben auch Einzelfälle, wo wir durchaus bis zu 1 bis 1,5 Milligramm pro Kilo am Tag Dosierungen mal hochgegangen sind bei einer guten klinischen Wirkeffektivität. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, wenn ich das auf Kilogramm Körpergewicht, THC-Anteil runterbreche, dann landen wir bei den allermeisten der von mir behandelten Kinder bei einer mittleren erwachsenen Tagesdosis irgendwo zwischen 15 und 20 Milligramm THC. Also das ist schon sehr vergleichbar, wenn man es eben auf, wenn man das Körpergewicht adaptiert eindosiert. Und exzellente Verträglichkeit, also ich kann mich an 3 massivste Überdosierungsfälle erinnern, und massiv heißt wirklich zigfache Überdosierung. Das ist immer so der Klassiker, häufig getrennt lebende Eltern. Dann ist das Kind einmal am Wochenende beim Vater und der verwechselt Tropfen mit Milliliter, ne? Und dann haben wir halt gleich Faktor 30, ne? Wenn es blöd läuft. Und in allen 3 Fällen, die ich da erinnere, war noch nicht mal eine stationäre Krankenhausbehandlung bei den Kindern notwendig, ne? Sondern wir haben die, also einer hat mal ein bisschen länger gepennt und 2 waren etwas agitiert. Die haben wir mit einem ganz niedrig dosierten Benzodiazepin einen Tag lang runtergebremst und dann war es auch wieder gut, ne? Also das finde ich eben auch eine wesentliche Botschaft. Ich meine, die gilt ja einfach grundsätzlich, dass man mit medizinischen Cannabinoiden weltweit noch nie jemanden hat umbringen können, weil die Dosierungen, die dafür notwendig sind, sind schlicht und ergreifend nicht applizierbar. Auf jeden Fall. Gerade wenn du Extrakte bei Kindern anwendest, ich bin ja auch selber Vater, weiß man ja als Apotheker und als Vater, dass es geschmacksproblematisch werden kann, weil gerade bei solchen Sachen schmeckt ja nicht so wahnsinnig lecker. Gibt's da, siehst du da Probleme? Fehlt es vielleicht an Darreichungsformen, die da Abhilfe schaffen? Sprich, ich denke jetzt mal so an so eine Halslutschtablette, also irgendwie mit leichtem Geschmack und zum Lutschen. Ja. Oder eben ein Geschmackskorrigenz in so eine Lösung rein? Siehst du da irgendwie Bedarf oder ist das gar kein Problem? Also einige dieser wirklich schwerstkranken Kinder sind ja teilweise dann auch PEG-versorgt, dann gibt man es halt darüber, ne? Also dann ist das überhaupt kein Problem, wenn man das jetzt auf ein, weiß nicht, kleines Stückchen Brot träufelt oder in irgendeinen Joghurt mit Geschmack reinrührt, ist es in aller Regel jetzt nicht wirklich ein Problem. Also ich kann mich jetzt in all den Jahren an kein einziges Kind, an keinen einzigen Jugendlichen erinnern, wo wir die Therapie nicht durchführen konnten, weil die gesagt haben, ich kriege Kotzkrämpfe, wenn ich nur dran denke. Also das geht schon. Wir haben, glaube ich, in 2, 3 Fällen uns auch von der Apotheke da irgendwelche Geschmacksstoffe mal reinmischen lassen. Ja, wie man das ja in anderen Fällen teilweise auch macht, wenn es explizit unattraktiv schmeckt. Also relativ wenig, vielleicht hilft das ja auch. Es ist ja wirklich minimale Dosen. Ne? Genau. Achtest du denn bei der Extraktauswahl auf was Bestimmtes? Also ich habe das so verstanden, dass du ja mehr oder weniger auf die Extrakte ausweichst, weil es einfacher ist, das durchzukriegen bei der Krankenkasse. Aber achtest du sonst auf irgendwas oder rein auf den Cannabinoidgehalt? Also ich achte jetzt prinzipiell mal auf den Cannabinoidgehalt. Warum? Also ich bin ja mit reinem THC einfach groß geworden, habe da viel Zutrauen. Das ist für mich auch immer noch so die Referenzsubstanz. Das ist so Punkt 1. Punkt 2. Thema Entourage-Effekt, Terpenprofil. Nicht jede Firma veröffentlicht ihr Terpenprofil. Dann wissen wir auch alle, das ist das Terpenprofil vor Auszug. Ne? Das heißt, das, was die einem da zur Verfügung stellen, ist ja auch nicht das, was hinterher noch drin ist, sondern das ist ja oft tatsächlich das, was in der Pflanze drin war, bevor das extrahiert wurde. Und dann gibt es ja durchaus auch Hersteller, die tatsächlich ausschließlich auf THC oder CBD normieren, weil sie sagen, natürlich variiert unser Terpenprofil ständig, ist ja eine Pflanze. Ja? Wir wissen alle, dass es da einiges an Forschung gibt. Wir wissen auch alle, dass prinzipiell diese sekundären Pflanzenabwehrstoffe Wirkung haben können. Und wenn man die einzeln betrachtet und hochdosiert anwendet, dann haben die schlafanstoßende, antidepressive, was weiß ich, antriebssteigernde Wirkung, ja.
Frage ist halt, ob sie als Vielstoffgemisch im Vollextrakt tatsächlich das so tun, wie es einem auch immer mal wieder aus Marketingabteilungen verschiedener Firmen erzählt wird, denn die Studien dazu konnte mir bis heute keiner vorlegen. Und ich glaube immer nur das, was ich entweder selber an meinen Patienten in der Versorgung erlebe oder wenn mir jemand zwei, drei gut gemachte Studien, die gleichlautend sind, aus verschiedenen Arbeitsgruppen präsentiert, da warte ich bis heute drauf. Ja. Also ich glaube, da ist sehr viel Marketing dabei, da ist sehr viel auch Glaubenssache dabei. Also ich bin jetzt mal so plump und sage, solange mir da keiner echte Beweise vorlegt, ist es für mich halt THC-CBD mit variablen Kräutertee-Anteilen. Das ist jetzt ein bisschen böse, ne? Aber ja, das ist ja recht. Ja. Nicht klar. Und wie stehst du zu dem Thema Minor-Cannabinoids? Also meine, potenziell sind die ja auch drin, da misst ja häufig keiner. Aber vielleicht hast du ja in der Praxis auch schon mal CBG, CBDV, alles, was da noch so gibt. Hast du da auch Erfahrung mit? Bisher nein. Also noch nicht gezielt eingesetzt oder da ganz gezielt drauf geguckt. Jetzt muss ich aber auch, also wie gesagt, das ist für mich so Zukunftsmusik. Ne? Da wird man sicherlich auch noch viel Forschungsaktivität die nächsten Jahre drauf lenken. Also ich glaube, da ist noch total viel Musik drin. Ich finde zum Beispiel auch ein wahnsinnig spannendes Feld ist so das Thema Cannabinoide im Kontext mit Krebserkrankungen. Also jetzt nicht zur Symptomlastlinderung, sondern tatsächlich zur Unterstützung von Antitumortherapien oder zur Ausnutzung eigener Antitumoreffekte, wie wir es jetzt zumindest in zwei klinischen Glioblastom-Studien ja schon mal im Kleinen gesehen haben. Also auch da gucke ich mit Spannung drauf und glaube, dass da auch noch einiges kommen kann. Du hast ja auch mal gesagt, man kann mit Cannabinoiden, mit Cannabinoid-Therapien mit einer Klatsche mehrere Fliegen erwischen. Ja. Also oftmals Polymedikation vermeiden. Was kannst du da noch mal ein bisschen näher kurz zusammenfassend drauf eingehen? Also wenn ich mir jetzt so einen klassischen auch Palliativpatienten anschaue mit einer metastasierten Tumorerkrankung, der vor mir sitzt, der hat ja in der Regel hat er Schmerzen, der hat Ängste, der hat Schlafstörungen, Übelkeit, Gewichtsverlust, Inappetenz und sitzt da verhältnismäßig verzweifelt vor mir. Ne? Noch ordentliche Nebenwirkungen durch die Opioid-Therapie mit einer opioid-induzierten Verstopfung, mit einer permanenten latenten Übelkeit, mit einer verzögerten Magenentleerung, deswegen einem permanenten Völlegefühl. Ne? So sitzt der vor mir. Wenn ich dem ein Cannabinoid eindosiere, kann es im besten Falle passieren, dass ich im Verlauf das Cannabinoid um bis zu einem Drittel runterdrehen kann, weil wir hier einfach synergistische, schmerzlindernde Effekte haben. Das Cannabinoid als solches wirkt übelkeitslindernd. Über die niedrigere Opioid-Dosis kriege ich am Verdauungstrakt weniger Störfeuer, ne? Also was verzögerte Magenentleerung, was Verstopfungssituation anbelangt. Der Patient hat wieder mehr Appetit, er schläft besser ein, schläft besser durch und ist in aller Regel ja nicht nur muskulär entspannter, sondern er ist einfach grundsätzlich entspannter. Wir kriegen oft einen besseren Zugang auch zum Thema Krankheitsverarbeitung. Wir können mal an Themen rangehen, mit denen wir den Patient ohne Cannabinoid massivst erschreckt hätten, die jetzt aber einfach immer wichtig sind, darüber zu sprechen. Und von dem her hat das für viele Patienten einfach eine Riesenbedeutung, dass wir 4, 5 belastende Symptome mit einer Substanz angehen können, für die ich ansonsten 2 übelkeitslindernde Medikamente, ein Antidepressivum und noch ein weiteres Schmerzmittel gebraucht hätte. Und wir wissen alle, also spätestens ab 5 Medikamenten in der Dauermedikation weiß ja kein Mensch mehr, was im Körper eigentlich passiert. Also ab da ist Roulette angesagt. Und
wenn ich das reduzieren kann und dann auch noch tatsächlich mit einer Substanzklasse, die eben total wenig Medikamenteninteraktion macht, also solange ich den CBD-Anteil, ich sag's mal, unter 100 Milligramm am Tag lasse, brauche ich mir da keine wirklich gravierenden Gedanken machen, dann finde ich das ziemlich großartig. Es gibt, wir bedienen hier ein Rezeptorsystem, das von keinem anderen Medikament angesteuert wird. Also ich kann meinen Patienten eben auch glaubhaft versichern, dass wir hier einen echten neuen Spieler aufs Feld führen und eben nicht sagen, wir machen jetzt die dritte, vierte Opioid-Rotation, weil es immer noch nicht funktioniert mit der Schmerztherapie, sondern ich setze eine Substanzklasse ein, die ein Rezeptorsystem bedient, das kein anderes Medikament ansteuert. Und das ist auch für viele Patienten eine Riesenerleichterung zu wissen, wir haben noch eine echte Reservewaffe im Köcher und sind eben nicht völlig zahnlos, wenn die jetzt eine hochgravierende Symptomlast haben. Klar. Ja, chronifizierte Schmerzen in Deutschland. Also jeder Vierte ist, glaube ich, davon betroffen in Deutschland. Ja, du hast eben selber erwähnt, es gibt ein sehr komplexes Antragsverfahren bei den Krankenkassen. Ja, es gibt immer noch viel zu wenig Ärzte, die zu wenig Fachwissen haben. Ja, auch sich an uns wenden. Ja, interessiert mich das Thema, aber es gibt zu wenig Studien und ja, viele Ärzte sagen dann letztendlich, kann ich nicht, weiß ich nicht, gehen Sie mal woanders hin. Ja, was ist denn aus deiner Sicht der Weg, dass in Deutschland, dass das Fachwissen, ja, auch gerade bei den Allgemeinärzten, dass das einfach vermittelt wird, dass die Situation da besser wird? Ja, also wir haben ja ein grundsätzliches Problem. Problem Nummer eins, Cannabinoide, das Endokannabinoid-System, die möglichen Wirkungen im Körper sind leider Gottes relativ komplex. Also das heißt, ich habe es hier nicht mit irgendeinem total einfachen Feld der Medizin zu tun, dass ich mir in einer halben Stunde drauf schaffe. Das ist schon mal Hürde Nummer eins. Ich muss schon ein paar Stunden tatsächlich investieren, um das Thema mal so grundsätzlich zu durchdringen. Also diese Bereitschaft muss schon mal vorhanden sein. Das ist so Thema Nummer eins. Problem Nummer zwei ist, dass wir immer noch keine, auch in Fachkreisen, keine vernünftige Differenzierung haben zwischen Arzneimittel und Freizeit-Rauschdroge. Ja? Also da wird immer noch alles in einen Pott geworfen. Selbst viele Kollegen kriegen das für sich noch nicht so richtig auf die Kette und sagen, mit Cannabis will ich nichts zu tun haben. Na? Oder ich habe mal gekifft oder ich kenne jemanden, der da... Also da findet sehr viel subkortikal auf der emotionalen Ebene statt. Und da wird auch von Seiten der Politik und auch von Seiten der Ärzteschaft immer noch vieles durcheinander geschwurbelt. Und das führt gemeinsam mit dieser massiven Abwehr der Krankenkassen und auch mit der Krankenkassenpolitik, die sagen, naja, aber selbst wenn ihr jetzt einen genehmigten Antrag habt, dann gilt immer noch das Wirtschaftlichkeitsgebot, also die dann immer noch im Hinterrücks mit dem Regress winken bei einer ja nicht so ganz günstigen Therapie einfach dazu, dass sehr viele Ärzte sagen, ich pack da nicht dran, das da ist mir einfach zu heiß. Es ist mir zu anstrengend, es ist mir zu aufwendig und es ist mir zu risikobehaftet. Und das führt eben in nicht seltenen Fällen dazu, dass Patienten vor mir sitzen und sagen, mein Arzt hat mich zu Ihnen geschickt, der darf das nicht verordnen. Und dann schmunzel ich immer so stillvergnügt in mich hinein und frage den Patienten, warum er denn zum Tierarzt geht. Ja? Weil wir ja wissen, außer Zahn- und Tierärzten darf jeder Humanmediziner Cannabinoide verordnen. Und viele haben da aber auch nochmal nachvollziehbarerweise keine Lust drauf. Ich glaube, dass es auf mehreren Wegen gehen könnte. Weg Nummer eins wäre, dass wir, wie das zum Beispiel die Deutsche Schmerzgesellschaft macht, dass wir sagen, wir müssen eine 20- oder 40-stündige Qualifikationsmaßnahme anbieten, die auch mit einer Prüfung abschließt. Und dann bin ich im Bereich cannabisbasierter Arzneimitteltherapie fit. Und dann sollte zum Beispiel für mich, der dieses Zusatzwissen hat, der Genehmigungsvorbehalt fallen.
Genauso gibt es ja diese Idee, die jetzt der GBA mal aufgeworfen hat, zu sagen, für Ärzte mit bestimmten Zusatz- oder Grundqualifikationen und Zusatzbezeichnungen sollte der Genehmigungsvorbehalt fallen. Dann ist ja immer die Frage, gilt es nur für die Erstverordnung, gilt es auch für die Folgeverordnung? Das Thema wird ja deswegen so emotional hochgekocht und so komplex, weil der Gesetzgeber ja hier 2017 einen einmaligen Präzedenzfall geschaffen hat und gesagt hat, liebe Krankenkassen, obwohl es sich hier um nicht zugelassene Medikamente, also Off-Label-Use, No-Label-Use handelt, darf der Arzt völlig indikationsoffen Cannabinoide verordnen, wenn er das für richtig hält. Dass da die Krankenkassen Schnappatmung bekommen haben und jetzt auch Angst vor uns Ärzten haben, dass wir jetzt unbegrenzt ganz Deutschland damit fluten und sie keinerlei Handhabe mehr haben, uns zu bremsen, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Und die reflexartige Reaktion der Kassen ist eben, uns mit immer mehr Bürokratie zuzumüllen. Leider Gottes muss man ja sagen, gibt es ja dieses Bundessozialgerichtsurteil, das ja den Krankenkassen da auch nochmal Munition geliefert hat. Die sagen, der Erstantrag sollte eigentlich das Niveau eines medizinischen Gutachtens haben. Und da wird es dann halt völlig absurd. Also der normale Allgemeinmediziner ist mit medizinischen Gutachten ohnehin nicht vertraut und niemand hat die Zeit, die Nerven, sich 2 Stunden hinzuhocken und da ein hieb- und stichfestes medizinisches Gutachten für seinen Patienten zu verfassen. Und er kriegt dann hinterher 16,72 Euro dafür. Und weiß, in der Zeit hätte ich eigentlich 400 oder 500 Euro verdienen müssen, nur um meine Praxiskosten einzuspielen. Ne? Also da merkt man einfach, dass das absurd wird. Und ich glaube, dass ein möglicher Weg auch sein könnte, das ist so meine Überlegung, dass wir in Deutschland regionale Referenzzentren für cannabisbasierte Medizin brauchen, wo die niedergelassenen Kollegen ihre Patienten hinüberweisen können. Und diese Profis vor Ort kennen sich aus, überprüfen die Indikationen, stellen die Anträge, stellen die Patienten ein. Und dann wird der Patient trocken, warm, sauber, satt, rundum sorglos eingestellt, wieder an den Hausarzt zurückgesandt. Das ist das Konzept, was wir jetzt hier bei unserem Uniklinikum aufbauen. Das heißt, wir sagen allen Kollegen in der Region, wenn Patienten mit der Frage auf euch zukommen oder wenn ihr selber die Idee habt, aber keine Zeit, keine Lust oder nicht das nötige Fachwissen, schickt uns die Patienten, wir kümmern uns. Weil wenn man das tagtäglich macht, dann, also mich kostet jetzt so ein Antrag noch, ja, 5 bis maximal 10 Minuten. Ja. Wenn man irgendwie 3, 4 am Tag davon raushaut, dann kennt man die Formulierungen, dann weiß man auch, dass man sich noch 1, 2 Argumente in der Hinterhand für den Widerspruch aufhebt. Ja, und dann flutscht das eher und wir haben auch wesentlich höhere Annahmequoten als jetzt ein Hausarzt, der das erst zum 2. oder 3. Mal macht. Also das könnte auch ein möglicher Weg sein. Deswegen würde ich mich zum Beispiel nicht so freuen, wenn der GBA beschließt, dass Migränepatienten nur noch von Neurologen behandelt werden sollen und Patienten mit, Colitis ulcerosa nur noch von Gastroenterologen, weil dann haben wir wieder so eine Verzottelung. Viele Neurologen oder viele Gastroenterologen werden sich dann nicht weiterqualifizieren, werden ihre Patienten trotzdem dann darauf nicht einstellen und für die Patienten wird es ja immer unübersichtlicher, wo finde ich einen Arzt, der sich mit dem Thema auskennt. Weil, offen gesprochen, wir haben, mittlerweile über 100 Extrakte, 400, 500 Blüten, so und so viel fertige Arzneimittel, ein paar sind in der Pipeline. Es kommt ja alle naselang was. Jeder Arzt, der nicht jeden Tag damit arbeitet und sich auf dem Laufenden hält, ist mit dem Thema völlig zu Recht hoffnungslos überfordert. Und trifft ja dann oft auf Patienten, die sehr viel Zeit im Internet verbracht haben, mit sehr konkreten Vorstellungen und Fragen den Arzt auch tatsächlich überfordern. Ja? Und sagt, erklären Sie mir mal einen Unterschied zwischen Gorilla Glue Tralala und Lemon Haze Sour Diesel Tralala und ich hätte gerne noch 5 Gramm Alaskan Thunderfuck mit 27% THC-Anteil, weil das hat mein Nachbar. Ja?
So, dass da der normale Neurologe oder Allgemeinmediziner sagt, hier, ne, auswechseln, ist doch völlig verständlich. Ne? Und deswegen brauchen wir hier irgendeine nachvollziehbare Regelung, wer sind die Profis, wo schicke ich meine Patienten hin, wer hat als Arzt auch die Kompetenz und Freigabe, das möglichst bürokratiearm initiieren zu dürfen, na, welche auch ja, Hürden darf man auch einbauen, damit die Krankenkassen beruhigt sind, dass wir eben jetzt nicht 75 Millionen Deutsche mit Cannabis basierter Arzneimitteltherapie versorgen, das ist ja so deren Angst, na, dass jetzt quasi in jedem Haushalt drei Menschen wohnen, die das auf Kassenrezept bekommen. Also, und da sehe ich immer noch keine echten tragfähigen Konzepte. Okay. Sascha, du kannst es mit Sicherheit bestätigen. Du hast ja auch eine Aufklärungsfunktion, wenn der Kunde letztendlich bei dir in der Apotheke aufschlägt, nach Extrakten fragt, mit einem Rezept auftaucht. Wie erlebst du das in der Praxis? Also ich bin da voll auf der Linie von Sven. Das ist genau das Problem. Und die Ärzte, die der Niedergelassenen, die sind dann wirklich überfordert, mit einem selber zu tun. Auch wenn man den ganzen Tag eigentlich nichts anderes macht, ist es schon sehr komplex. Und klar, das ist ein Riesenproblem. Achso, das ja. sehe ich ganz genauso. Und das ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag, der hoffentlich Gehör findet, um das auf den Weg zu bringen. Ja. Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, ein guter Vorschlag, ein ganz gutes Ende des Podcasts, des Kennsearch Podcasts. Unsere Zeit, ich gucke ein bisschen auf die Uhr, ist zu Ende. Da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr wichtige Themen auch angesprochen und jeder ist aufgerufen, auch jeder Arzt ist aufgerufen, sich an dich zu wenden. Ja, Sven, ja, auch an DAGST, wo du ja Vorstandsvorsitzender bist, Deutsche Akademie für ganzheitliche Schmerztherapie, ja, DGS, ja, wo du auch deine Praxisleitlinien für medizinisches Cannabis mitgewirkt hast. Also da gibt es ja, die Angebote sind ja da, Leitlinien sind da, wie es geht. Ich erlebe das auch immer wieder, dass Apotheken sagen, ja, ich habe Cannabis in der Apotheke aufgenommen, aber mir fehlt der Verschreiber in der Ecke. Ja. Und da Kunden sind genug da, Menschen mit Schmerzen sind auch genug da. Von da aus gesehen, ja, sehr gutes Thema, dass du da am Schluss nochmal und das Angebot auch nochmal aufgeführt hast. Ich danke euch allen. Ja. Sehr, sehr gerne. Sven, Sascha, damit ist der Kennsearch Podcast beendet und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Das war's mit dem Kennsearch Podcast. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein für eine geballte Ladung an Cannabis-Expertise.